Yo, Leute, hallöchen und willkommen zu einem neuen Fanmade Wi-Fi Battle. Heute spielen gegeneinander Lord, Sie und Nips. Und ich habe mir mal wieder einen charmanten Co-Moderator zugeholt, der auch schon etwas länger nicht dabei war. Und zwar den. Hallo. Den hallo. Ja, die Lache war schön. Sehr gut. Da wird der Part direkt happy. Das ist gut. Ja, happy. So, der Timo ist dabei. Hallo. Und ja, wir haben hier heute einen Mixed OU-Kampf, glaube ich. Wenn man so auf die Teams guckt, ja, das könnte ziemlich gut hinkommen. Mhm. Und mir stellt sich jetzt gerade die Frage natürlich, ob das der echte Nips ist. Er hat aber, glaube ich, also Lord Sie hat, glaube ich, eine Nachricht wirklich dazu geschrieben, dass das der Nips von YouTube ist. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Ich glaube nicht, dass sich jetzt jemand genauso wie Nips nennt und dann das Spiel durchspielt. Glaube ich eher weniger. Kann sein, aber na, ich denke schon, dass es Nips ist. Ich denke schon. Wäre schon worth, oder? Wäre schon worth, ja. Naja gut, gehen wir mal einfach durch die Teams. Lord Z bringt hier mit ein Raikou, ein Karadonis, ein Megalon, ein Pixie, ein Griffeldes und ein Gyarados. Und Timo geht jetzt einfach mal durch Nips Team durch. Und der Nips hat ein Heatran, ein Landorus T, ein Rexbizarre, ein Glaciola, ein Amagaga und ein Duclis. Und Glaciola und Amagaga haben wir schon gesagt, ultra heftiges der Pokémon. Er hat ziemlich viele Eis-Pokémon. Oh, ja. Aber kann auch so sagen, die Schwächen, so was Kampf und Stahl angeht, recht gut abdecken. Aber ist risky, ist echt. Er hat halt, also ich würde sagen, dass Karadonis der Threat für Nips Team ist. Mhm. Einfach, es kann alles treffen, weißt du? Es trifft halt mit seinen Kampfattacken, trifft es vier Pokémon. Knockoff, Ice Heave ist halt, ne? Wird ein Problem, denke ich. Wird ein Problem. Wird interessant. Aber wenn Nips, also es sieht für mich auch aus, als würde Nips halt ein Hagel-Team spielen, weil, ne, Rexbizarre und dann Glaciola und Amagaga. Sehr interessant. Ja, aber ist halt auch ein Mixed-Tier-Battle, deswegen würde ich sagen, können wir gar nicht so detailliert die Teams analysieren, wie wir das ja sonst immer tun, nicht wahr? Ja. Und, Nein, wenn man mal sagen, überlegt, Karadonis in einem Mixed-OU-Kampf, dass das der Threat ist, sieht man auch nicht alle Tage, aber okay. Ist schon, ja, vor allem, wenn das umringt ist von so Sachen wie Gyarados und Pixie. Ja. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir haben genug geredet, fangen wir an mit dem Kampf. Jeden Augenblick. Jeden Augenblick. So. Geh los. Habe ich vergessen, den Anfang zu cutten. Ah, egal. Egal. So, Nips will kämpfen und fängt an mit Honda Civic. Perfekt. Der Name ist cool. Okay, und, oh ja, okay. Raikou, Diego, der Name, den kennt man. Oder? Bin shiny. Lässt also vermuten, dass das eventuell auch was wäre im Set hat. Deswegen wechselt er auch aus. Wobei, ja, also ich glaube, wenn es kein Shiny gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, auch drin geblieben. Donnerblitz könnte, ist je nachdem, was ist. Ja, da hat er auch die Aura-Sphäre predicted. Höchstwahrscheinlich. Vermutlich, ja. Und da kommt halt der Volt-Switch und der macht echt guten Damage, muss man sagen, an Duclis. Mhm. Duclis ist halt so ein Ding, ne? Ist halt so ein Ding. Ja. So ein physisches Ding. Holy shit. Was war das? Achso, das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Nein, du, was war das? Alle Wettbewerbe irgendwie so cool und so weiter gewonnen hast, so perfekt irgendwie, keine Ahnung, auf der Masterclass oder so, dann kriegst du so ein Band, wenn du das reinrufst. Das habe ich noch nie gesehen, Alter. Ich war gerade voll schockiert. Nie? Nein. Krass. Okay. Ja, das nee, das hat so den Swag. Richtig. Das hat das Swagband gewonnen. Egal. Swagband ist okay. Oh lol, das ist shiny. Dumpster. Rexbizarre hat halt einfach gerade den Damage bekommen, das war echt heftig. Oh ja. Ja, okay, oh, Amagaga hat keinen hohen Angriff. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Vor allem jetzt hat er ein. Also, egal was er jetzt einsetzt mit Amagaga, ja, Schallwelle, es macht ultra viel Damage. Alles wird Damage bekommen, ja. Und das war ein Crit. Oh, okay. Dafür hat Megalon es sogar echt gut getan. Ist es vielleicht eine Assault Vest Megalon oder so? Wollte gerade sagen. Oh, nevermind, da kommt die Finstaura. Okay. Und das sollte es gewesen sein, ja. Für Megalon. Ich liebe Megalon, aber das ist so. Oh ja. Weiß nicht, es ist so gut, aber irgendwie auch nicht. Es ist halt ultra langsam. Ja. Spielt er voll Shiny Teen? Lord Sie? Na, 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 na. Das Gyarados ist vom See des Zorns. Kannst du sagen, was du willst. Aber wie jeder weiß, Shiny sind ja besser als normale. Ja, natürlich. Okay, ich denke mal, Gyarados hat hier ein sehr, sehr gutes Matchup. Okay, geht sogar für einen Drachentanz. Ziemlich greedy. Wahrscheinlich. Ja, wobei auch ein Donnerblitz würde, glaube ich, nicht so viel Damage machen. Ja, Schallwelle. Okay. Ja, okay, Schallwelle macht nicht viel. Wird es ein Sweep? Das ist, könnte man meinen. Also Gyarados mit D-Dance ist halt so ein Ding. Also wenn er jetzt nochmal auf D-Dance geht, ich weiß jetzt, ich habe jetzt Nips-Team nicht mehr 100% im Kopf, aber wenn er jetzt Landorus keinen krassen. Ist halt noch da.
Ja, aber wenn er jetzt nochmal auf die Dance geht, oder er ist so allgemein. Ja, er geht nochmal auf die Dance. Jetzt, also jetzt schneller, auch wenn er scarfed ist. Ja. Und Eiszahn, wobei Kaskade ist ja nicht egal. Eiszahn, Kaskade wird beides, denke ich, sein Nötiges tun. Richtig, hier kommt jetzt die Kaskade. Ist die Frage, tankt das Landorus? Nein, auf keinen Fall. Stab, no dann chance. So einen hohen Angriff. Was hat. Ach ja, Überbrückung. Ich dachte gerade, es hätte Hochmut, aber er meinte, das war nur das normale Gyarados. Okay, hier kommt jetzt Dukliss. Aber wir wissen ja, Gyarados hat hier Knirscher bekommen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn ich so bedenke, was gerade passiert und ich weiß, dass der Kampf halt nicht lange ist, habe ich das Gefühl, dass wir einfach einen Sweep eingeschickt bekommen haben. Aber wo denn? Lass mich überraschen. Das ist doch kein Sweep. Nein. Fokusband Rex Visa, go. Easy. Ja, Fokusband, go. Stimmt, der spielt. Ach doch, der spielt sogar Mega. Nochmal die Mega raushauen. Easy. Weiß nicht, aber. Yeti. Knirscher reicht auch auf jeden Fall. Eisplitter Crit, go! Selbst wenn es Crit wäre, hätte es nicht ansatzweise viel Damage gemacht. Okay, da kommt der Knirscher. Yeti Juice sollte down gehen, ja. Nein, nicht Yeti Juice. Nicht Yeti Juice. Und da kommt wieder Hagel. Ich finde auch irgendwie Hagel-Team kann man noch nicht so gut spielen. Kann man, ja, hat halt auch kaum Vorteile. Don't miss. Ich glaube, ich hätte Glaziola vorher reingeholt, weil Glaziola könnte rein eventuell. Oh! Ja, noch jemand. Freeze, was go! Und nein, Blizzard und trifft immer. Wegen trifft Hagel. Immer. Und kein Freeze. Hex. What a shame. Hex. Ja. Und da kommt die nächste Kaskade und Glaziola geht down. Hat er gerade Glaziola mit Kaskade oder Knirscher angegriffen? Mit Kaskado. Okay, weil er den ja noch flinchen können. Hat er sich wahrscheinlich auch gedacht. Ja, flinche ich den halt. Okay, da kommt jetzt Dumpster. Aber gar nicht. Okay. Dumpster gibt's ja auch noch. Ja. Ja. Also, so man sieht auf jeden Fall, Karadonis war der Threat Nummer 1. Karadonis. Nips wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Karadonis hat ihn einfach zerlegt. Richtig. Und Gyarados hat auch ein bisschen geholfen. Hä, so ein Kill war das doch maximal. Vielleicht auch zwei. Aber Honda Civic reißt das jetzt. Glaubst du? Flammensturm? Klar. Scarf? Easy. Erdbeben. Kein Problem. Vierfachschwäche. Was ist eine Vierfachschwäche für ein Heatran? Wo ist der Ballon? Oh, I want it. Never mind. Wo ist der Ballon? Kaskade, never mind. Da kommt so der Secret Balloon. Und dann... Wow. Ja. Das war bereits der ganze Kampf gegen Nips. Das war ein zugegebenermaßen eindrucksvoller Gyarados-Sweep. Karadonis-Sweep. Karadonis-Sweep, verzeiht, du hast recht. Wenn man überlegt, was Lord Z noch für Pokémon in der Hand hat. Der hat noch Pixie, hatte noch Grifeldes, er hatte noch Karadonis, er hatte noch Raikou auf vollen KP. War schwierig, war close. Ich stelle mir gerade vor, wie Lord Z dieses Video sieht und ich am Anfang einfach die ganze Zeit sage, boah, Karadonis ist so der Threat, ne? Und denkt sich so, ja, Karadonis. Ja, Karadonis, genau. Erstmal Gyarados züchten und es Karadonis nennen. Ja, die Farbe passt. Ja, so, der Kampf war, ich glaube, 15 Runden, wie gesagt, ging der Kampf. 5 Minuten war halt echt kurz und mit Sicherheit auch nicht so wirklich spannend, aber ja, das ist halt immer das Ding. Ein eindrucksvoller Sweep, ja, immerhin. Aber ihr wisst ja, Leute, ich gucke mir die Kämpfe halt vorher nicht an. Ich gucke halt so auf die Rundenanzahl und das war's. Ja. Aber ja, sowas kann sich da halt auch schon mal reinschleichen. Ja, aber wie dem auch sei, war trotzdem mit Sicherheit ganz interessant anzusehen. Und ja, Timo, möchtest du abschließend noch irgendetwas sagen? Erst Müsli, dann die Milch. Ja, ich hätte es nicht besser sagen können. Und gut. Leute, Karadonis ist der Threat. Karadonis ist der Threat. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.